In den letzten Jahren und vor allem heute ist der Kult um den Schädel enorm gewachsen. Überall, wo man hinsieht, ziert der Totenkopf die Mode, Accessoires und sogar Möbel. Der Umgang mit diesem Zeichen ist somit anders als vor vielen Jahren. Und genau diese Geschichte und dieser Wandel wird in der momentanen Ausstellung Faszination Schädel in der Kunsthalle in Leoben erzählt. Viele tausende Gäste sind den Weg durch die Welt der Schädel seit Mai schon gegangen. Unser derzeitiges Resümee ist, dass es von den Schulklassen sehr gut angenommen worden ist, unser Thema, und dass wir auch merken, dass sehr viele Leute, die sich sonst nicht für unsere Ausstellungen interessiert haben, aus ganz Österreich kommen und sich diese Faszination Schädel zu Gemüte führen. Nur noch 2 Monate bis zum 1. Dezember können Sie die rund 300 Exponate, unter anderem den sagenumwobenen Kristallschädel, hier im Museum Center live erleben. Wir sind von Asien über Südamerika, Nordamerika, aus all diesen Bereichen Asien haben wir Schädel da, die zeigen, welche Kulturen sich mit diesem Totenkopf beschäftigt haben, wie man sich damit beschäftigt hat, ob es Trophäenschädel sind oder Ahnenschädel und welche interessanten Geschichten sich dahinter verbergen, wie die Leute mit den Ahnenkulten umgegangen sind und wie man natürlich auch zu Trophäenschädel steht. Es sind auch so viele andere interessante Ansätze, so viele philosophische Ansätze in der Ausstellung. Man kann auch medizinisch irrsinnig viel bei den Führungen erfahren, wie entwickelt sich ein menschlicher Schädel. Und ich glaube, ein Totenkopf lächelt einen eigentlich immer an. Man braucht sich da wirklich nicht fürchten. Von 9 bis 18 Uhr stehen Ihnen täglich die Türen zur Schädelwelt hier in Leoben offen. Und 2-mal am Tag können Sie zu Ihrem Besuch auch eine Führung besuchen. Wir freuen uns über jeden Besucher, der noch kommt. Bis 1. Dezember ist die Ausstellung in Österreich einmalig in Leoben hier zu sehen. Und dann wird sie aufgelöst und geht wieder in die Heimatmuseen zurück. Also man hat nachher keine Chance mehr, diese Ausstellung irgendwo anzuschauen. Sind Sie also kein Sturkopf und zerbrechen Sie sich nicht Ihren schönen Kopf, sondern haben Sie nur noch eines im Kopf: die Schädelausstellung hier in der Kunsthalle in Leoben.